bisschen leicht ätzend. So, und dann haben wir gleich hier unsere Heuballen auf dem Feld liegen. Ups, dem habe ich noch einen kleinen Schubser mitgegeben. So, dann fahren wir hier auch nochmal drüber. Vielleicht doch können wir es gar nicht alles einsammeln. Ne, alles klar. Auch dieses Tutorial ist beendet. Und schon wieder eine halbe Stunde rum? Also ehrlich. So, statt der Quaderballenpresse kommt in diesem Tutorial eine Rundballenpresse zum Einsatz. Ist, glaube ich, im Prinzip das gleiche. Nur, dass es halt zu runden Ballen so macht. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist. Steht das hier? Pressen Sie insgesamt 12 Ballen. Folgen Sie den Schwader, damit die Presse das Stroh aufnehmen und pressen kann? Nee, also der Unterschied. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Ich weiß es nämlich jetzt gar nicht. Hundertprozentig genau, was jetzt der Unterschied dazu ist, ob ich das jetzt rund presse oder im Quader presse. Von daher. Pickup senken. Ballenpresse zuklappen. Ich habe gar nicht gesehen, wie sie aufklappen. Okay. Aufklappen, einfach nur kommen dann die Räder da raus. Ballenpresse anschalten. So. Tja, dann geht's schon los. Im Prinzip das gleiche System. Hoppala. Ballenpresse ist voll, entladen Sie den Rückball und Stromaufnahme fortzufahren. Ach so, die muss man selber abladen dann noch. Oh, okay. Also anhalten, zack, zack. Auf jeden Fall ist Rundballen dann auf jeden Fall schon mal. Muss ich jetzt auch wieder Klappe schießen? Muss ich. Rundballen ist auf jeden Fall dann schon mal schwieriger oder zeitaufwendiger zu machen. So, wieder. Oh. Zack, zack. Rauslaufen lassen. Die sind aber sehr klein, die Dinger, ne? Waren die nicht früher größer? Hätte ich jetzt so in Erinnerung gehabt, dass die bei früheren Teilen auf jeden Fall größer waren. Hoppala! Wieder ein Frame-Rate-Einbruch. So. Beim Piepen kann man dann anhalten. Zack, zack. Raus. Wieder zumachen. Teil einschalten. Aufnehmen. Weiter geht's. So, das jetzt 12 Mal. Mein Gott, es geht noch schnell. Wieder zuklappen. Zack. Ja, ist im Prinzip das gleiche. Nur halt, dass wir hier jetzt Rundballen draus machen. Und nicht Quaderform. Und halt selber immer abladen müssen, dass es nicht automatisch funktioniert. Ich denke mal, dass man dann eine Rundballenpresse am Anfang hat, weil das aufwendiger ist. So. Nur ein Feld bestellen. Wie soll das immer später werden? Wenn wir mehrere Felder haben. Hoppala. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Ach, ich kann sogar die Klappe öffnen und dabei noch ein bisschen weiterfahren. Auch gar nicht so schlecht. So, haben wir das aber dann gleich auch schon geschafft. Besser. Oh, 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 oh. Okay, das sollte man dann nicht durch. Ich wollte mal wissen, was passiert, wenn ich weiter rückwärts fahre, aber. Die Welt weiß dann auch, dass da wirklich ein Quader liegt. Ach du Himmel. So, na, ich hab doch Klappe zu gedrückt. Dafür müssen wir noch 3 Stück, okay. Noch 2 danach. Wenn das auf dem Feld nicht reicht. Also nicht. Oh.
Also wenn auf dem Feld nicht genug Strom ist, bleibt das dann da drin gespeichert bis zum nächsten Mal, oder? Wie funktioniert das? Das würde mich jetzt mal interessieren noch. So, und das sollte der letzte sein. Dann haben wir es geschafft, jawohl. Werden wir wahrscheinlich dann irgendwann auch erfahren. Der Ballensammelwagen. Mit dem Ballensammelwagen können Sie Quaderballen auf einfache und schnelle Weise vom Feld zu Ihrem Hof transportieren. Sammeln Sie in diesem Tutorial 16 Ballen ein und stellen Sie diese bei Ihrem Hof ab. Okay. Achso, ich könnte ja wenigstens erstmal auf Start drücken und dann einen Tee trinken. Weil jetzt kommt ja eh. Ach, shit, habe ich gar nicht ausgewählt. Nee, ich wollte nicht die Rundballenpresse nochmal. Ich denke, wieso denn jetzt nochmal die Rundballenpresse? Und wie kriegt man eigentlich jetzt die Rundballen dann wieder vom Feld runter? Spiel abbrechen, ja. So, das wollte ich gerne starten. Wie kriegt man die eigentlich dann wieder vom Feld runter? Weil die Maschine ist ja jetzt nur für Quader, ne? Muss man die Rundballen dann wirklich einzeln mit dem Radlader runternehmen oder so? Hm. Wir werden es bestimmt auch noch erfahren. So, erstmal ankuppeln diesmal. Sogar mit Stromkabel dabei dann. Auch sehr geil. Arbeitsstellung. So, Transportstellung. Nö, also im Prinzip war es das auch schon. Ja, geil. Kann man im Prinzip direkt einmal... Ja, das war jetzt natürlich jetzt nicht so unbedingt... Ah, doch. Hat noch gut geklappt. So, im Prinzip... Aufsammeln... Fertig. Weiterfahren. Zack, da klappt das. Oh. Oh. Okay, das war ein bisschen zu schnell. Ich habe den Tempomat einfach eingeschaltet. Kann ich den Tempomat denn unterschalten? Ach, Mist. Jetzt habe ich natürlich unten drauf geguckt. So, hat er auch aufgesammelt. Wie kann ich denn den Tempomat unterschalten? Oder muss ich dafür auf 2 gehen? Jetzt so machen. Unterschalten, unterschalten, unterschalten soll er. Das gibt's nicht. Ne, macht er nicht. Gut, dann muss ich selber lenken und steuern und hoffen, dass ich nicht zu schnell bin. So, müssen wir jetzt eigentlich alle einsammeln? Keine Ahnung, ich fahre jetzt einfach mal so. Das ist ein bisschen einfacher. Werden. Jetzt auf. Kann ich eigentlich erst auf 1 drücken? Ne, Tempomat ist wirklich 3. Und dann habe ich gehört, mit 1 und 2 kann man dann hoch und runter schalten, den Tempomat. Früher war ja einfach 1 die kleinere Form. Also die, das was... Ich halt rum. Da gebe ich mal einen Schubs mit. Ist auch egal. So. Ach, dann ist auch der Wagen wahrscheinlich komplett einmal gefüllt. Finde ich auch gut. Zack. Nee. Nimm auf! Bitte, jawohl. Nicht gerade realistisch, aber gut. Ich meine, das war beim vorherigen oder beim 2013 auf jeden Fall realistischer gelöst. Da sind die wirklich so raufgefahren worden. Egal. Sie haben die nötige Anzahl Ballen eingesammelt. Fahren Sie jetzt zu dem markierten Punkt auf der Karte und laden Sie dort die Ballen ab. Beim Abladen müssen Sie die Abladefunktion zweimal aktivieren. Das erste Mal bringt die Ballen in Position und dann können Sie das Abladen mit einem zweiten Knopfdruck bestätigen. Okay. Ballen entladen mit. Später. Jetzt müssen wir erstmal nach links fahren. Damit auf unseren Hof. Achso, Transportstellung, ne? Können wir ja vielleicht mal da. Ballen entladen mit O. Ah, okay, dann hält er das so fest. So. Stell die Ballen dann dahin. Kann ich jetzt eigentlich auch nochmal. Ah ja, jetzt kann ich nochmal weiterfahren, wenn ich möchte. Ich kann den mal irgendwie anders platzieren.
So, wenn ich das wollte. An dieser Stelle abladen. Machen wir. Tutorial erfolgreich beendet. Yeah! Jetzt geht's ans Maishäckseln. Und wir haben schon 40 Minuten. Meine Güte. Anstatt Mais mit einem Mähdrescher zu ernten und zu verkaufen, können sie ihn auch zu Häckselgut verarbeiten, welches zum Beispiel als Futter für ihre Kühe dient. Maishäcksel. Okay. Also man kann den Mais auch häckseln und dann für Tiere verwenden. Mhm. Sollte man sich mal merken, ne? So. Wir haben ein neues Feld, ein ziemlich großes Feld, ein ziemlich sehr großes Feld. Und können damit den Krone Big X 1100, den ich glaube ich noch aus Landwirtschaftssimulator 2013 kenne, benutzen. So, ankuppeln. Zack, einmal das Häckserwerk. Ernteanschalt machen wir gleich. Hinten müssen wir auch noch ankuppeln. Zack. So, plane schließen mit N. Ach, wie geil. Sollten wir aber jetzt nicht machen. Geräteauswahl wechseln mit G. Jetzt haben wir... Ach, können wir unten rechts sehen. Jetzt haben wir hinten ausgewählt. Jetzt in der Mitte. Da kann ich das Rohr ausfahren. Das sollte ich auch machen, damit es direkt dann da reingewechselt wahrscheinlich. Den Ernter anschalten. Kann ich eigentlich auch jetzt mit G nochmal nach vorne gehen. Jo, kann ich da irgendwas machen? Maispflücker aufklappen. Das möchte ich gerne. Alles klar. Den Maispflücker. Oh. Alles gut. Einmal senken. Und jetzt muss ich wieder nach dahin gehen und dann kann ich den Ernter anschalten mit B. Yeah. Und einmal 3 drücken. Und schon geht das los. Wie cool ist das denn animiert? Wird das so in die Mitte gezogen? Dann runter gehäckselt und zack, geht's dann oben schön einmal direkt rein. In den Anhänger. Cool. Oh mein Gott, das Tutorial. Oh Gott, wie lang ist das denn? Ja gar nichts weiter. Das scheint jetzt ein bisschen länger zu dauern. Oh Mann, ey. Aber egal, der Tank ist voll. Eine Bahn sind ungefähr 50%, die ich dann fahre. Man kann aber echt wenden mit dem Ding. Der Anhänger auch mit seiner eigenen Achse nochmal hin. Ist da auch sehr gut für. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, der Tee wird schon kalt. Ja gut, mit 3-4 Stunden spiele ich auch schon fast wieder, ne? Unglaublich, die Zeit vergeht wirklich so schnell. Ich hoffe, dass ich genug Speicherplatz auf dem PC habe. Aha, der Anhänger ist voll. Fahren Sie zur Biogasanlage, siehe Karte und laden Sie das Häckselgut dort ab. Danach können Sie zum Busfeld fahren mit dem Häcksel fortfahren. Wo kann ich ausgehen? Okay, erstmal den abschalten. Das Rohr einfahren. Dann kann ich auch einfach so. Piepst das jetzt, weil ich das Ding einklappen soll oder was? Wahrscheinlich, oder? Ja, jetzt piepst auf jeden Fall nicht mehr. So, muss ich wohl da reinfahren. Ah! Was ist jetzt passiert? Bisschen weggerutscht. Geht hier die Schranke auf, wenn ich komme? Ja. Sehr gut. Achso, natürlich hätte ich mal die... ne, hier mal zumachen können. Mann, ehrlich. Jetzt verliere ich doch die Hälfte. So, auskippen mit Q, kann ich das mit, ah ne, dann macht er die Plane automatisch weg. Das ist auch geil animiert, ach du lieber, liebster Gott.
ist doch gut jetzt. So, Füllstand 3%. Tutorial erfolgreich beendet. Oh, auch nicht schlecht. Und ihr seht, ich habe das ein bisschen verdichtet. Das habe ich auch schon mal gehört. Wenn man dann da drüber fährt, dann kann man das selber verdichten. Dann kann man den Prozess irgendwie beschleunigen oder sowas. Ja, ich dachte, das wäre jetzt ein elendslanges Tutorial. Es war eigentlich mit das kürzeste.